Hallo, hier ist die Anja von stempelitis.de. Heute möchte ich dir ein super neues Produkt vorstellen, den Stamparatus, ein Stempelpositionierer von Stampin' Up, der zwar erst im Frühjahr 2018 erhältlich sein wird, aber bestimmt bist du auch jetzt schon neugierig, hast davon schon was gehört. Und ich möchte dir vorab schon mal zeigen, wie das Teil funktioniert, was man damit alles machen kann. Fangen wir an mit dem Produkt selbst. Stamparatus ist ein Kunstwort zusammengesetzt aus Stamp und Apparatus, also ein Stempelapparat. Man kann auch sagen Stempelpositionierer. Es gibt davon schon einige Produkte auf den Markt von anderen Herstellern. Stampin' Up ist da vielleicht ein bisschen spät dran. Auf der anderen Seite hat man sich sehr viel Zeit genommen bei der Entwicklung und der Stamparatus hat jetzt im Vergleich zu den anderen Stempelpositionierern einige Vorteile und Zusatzmöglichkeiten, ja, die eigentlich einzigartig sind. Der Stamparatus ist ungefähr 20x20 cm groß. Und es gehört dazu eine kleine Anleitungsbroschüre in mehreren Sprachen. Außerdem die Plattform an sich. Das ist diese hier mit einer Einteilung in Zentimetern und in Inch. Dann gehören dazu zwei Acrylplatten, die man hier einhängen kann. Einmal an der Seite und einmal oben. Und außerdem gibt es noch eine Stempelmatte, die hier reinpasst, die man hier einlegen kann. Der Grund ist, dass das Gerät geeignet ist für die roten Gummistempel, aber auch für die Photopolymerstempel. Und für die Photopolymerstempel, die ein bisschen dünner sind, braucht man diese Stempelmatte einmal, weil dann die Abdrücke besser werden und zum anderen, weil eben der Höhenunterschied ein anderer ist. Und wenn man die roten Gummistempel verwendet, dann kommt die Matte einfach weg und schon passt das von der Höhe wieder wunderbar. Hier auf der Rückseite kannst du erstmal sehen, dass da vier Gummifüßchen angebracht sind, die dafür sorgen, dass der Stamparatus nicht verrutschen kann. Außerdem sind hier zwei Magnete untergebracht, die du auf der Vorderseite dafür verwenden kannst, das Papier festzuhalten, dass es dir nicht verrutschen kann. Diese Magnete sind wirklich super stark. Man kriegt sie ja schon kaum von hier unten los. Deswegen habe ich mir hier ein bisschen Schleifenband drum gewickelt und festgemacht, damit ich die hier so hochziehen kann. Und ich habe es vorher probiert mit Washi-Tape, weil ich das bei einer anderen Demo gesehen habe. Das ist mir aber sofort abgerissen, weil der Magnet einfach viel zu stark ist. Das gleiche Problem hatte ich mit Papier, das ich mir drum gewickelt hatte. Ich hoffe, dass es jetzt mit dem Schleifenband besser geht. Und was mir leider auch noch passiert ist, da möchte ich dich warnen, mir sind die Magnete zusammengerutscht. Also die haben sich angezogen, weil ich nicht aufgepasst habe und dabei ist mir der eine durchgebrochen. Also wirklich Vorsicht mit den Magneten. Wenn es geht, vielleicht nur einen verwenden, dann kann da nichts schief gehen. Und ansonsten am besten immer einen rechts, einen links, dass die sich wirklich nicht zu nahe kommen. Das Besondere sind tatsächlich diese zwei Acrylplatten. Man kann damit nämlich direkt mehrere Stempel positionieren, muss nicht immer austauschen, wenn man das nächste Motiv stempeln will. Man kann hier sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite das positionieren und das Ganze hier auch nochmal. Warum Vorder- und Rückseite? Man kann einfach diese Acrylplatte rausnehmen, kann sie umdrehen und kann dann eben mit dieser Seite auch nochmal stempeln. Das ist eine super Sache, vor allem wenn man ganz viele Karten von der gleichen Sorte stempeln will, also zum Beispiel Einladungskarten oder Danksagungen, dann muss man das nicht jedes Mal neu ausrichten, sondern kann hier bis zu vier Motive gleichzeitig auf die Platten aufbringen und dann eine nach der anderen abstempeln. Zum Transport nimmt man diese Platten raus, weil die nicht flach aufliegen und die Gefahr, dass es dann durchbrechen könnte, ist ja durchaus vorhanden, ist vielleicht nicht sehr groß, aber sicher ist sicher und dann legt man das einfach wieder so zusammen. Diese Möglichkeit, die Platten von oben einzustecken, bringt noch eine weitere Besonderheit mit sich. Man muss die nämlich nicht immer so einstecken, dass es genau abschließt, sondern man kann das Ganze auch versetzen. Und dadurch ergeben sich wieder ganz
tolle Möglichkeiten, wenn man ein Stempelmotiv hat, das man mehrfach nebeneinander stempeln möchte, immer mit dem gleichen Abstand, dann kann man das hiermit wunderbar machen. Die Reinigung von diesen Stempelplatten kann ich dir auch zeigen. Ich habe hier noch ein bisschen Farbe dran von meinem letzten Versuch, den ich gemacht habe. Du kannst einfach mit einem Küchentuch das ganze Stempelreiniger drauf und dann abwischen. Das ist überhaupt kein Problem. Das gleiche funktioniert auch hier auf dieser Plattform. Das ist alles so gemacht, dass man super einfach reinigen kann. Jetzt möchtest du den Stamparatus natürlich auch mal in der Anwendung sehen. Dazu habe ich mir einen Stempel rausgesucht aus dem Set Post für dich. Das ist ein Glückwunsch mit ein paar Strahlen drumherum. Und ich nehme mir dafür ein Stück Papier, auf das ich das draufstempeln will, lege das hier oben an, fixiere das mit einem oder zwei Magneten und lege mir jetzt meinen Stempel ungefähr so, wie ich den haben möchte, hin. Wenn ich das ungefähr so habe, muss ich ihn noch genau ausrichten. Das ist jetzt bei Polymerstempeln ein bisschen einfacher, weil man da direkt durchgucken kann und man kann sich hier an dem Gitter, an den Linien etwas orientieren. Bei denen hier ist es nicht so einfach, weil man das Motiv nicht mehr sehen kann. Es gibt ja in den Stempelsets diese Aufkleber, die man sich auf die Rückseite aufkleben soll. Und dann könnte man das Motiv genau positionieren. Meine Erfahrung ist allerdings, dass die Stempel dann, wenn die Aufkleber drauf sind, nicht mehr so gut am Acrylblock haften und auch nicht an der Acrylplatte. Deswegen lasse ich die immer ab. Und mein Weg, das dann richtig auszurichten, ist erstmal das grob zu positionieren, den Stempel aufzunehmen. Und dann ist ja auf dieser Acrylplatte auch nochmal das Gitter aufgedruckt. Und da kannst du dich dann orientieren und den Stempel einfach nochmal ein bisschen umsetzen, sodass es dann mit der Linie übereinstimmt. Das sollte jetzt hier der Fall sein. Und was ich jetzt noch machen muss, ist ganz normal wieder Stempelfarbe auf den Stempel aufbringen. In dem Fall gehe ich immer mit dem Stempelkissen von oben auf den Stempel, hier ein bisschen unterstützen oder nicht ganz so feste die Stempelfarbe aufdrücken, weil eben, wie gesagt, hier kann das Ganze eventuell durchbrechen. Aber wenn man das ganz normal macht, dann ist da keine Gefahr. Dann klappe ich das Ganze um, drücke von oben drauf und klappe meine Platte wieder nach oben. Wenn ich jetzt feststelle, dass ich aus irgendeinem Grund keinen perfekten Abdruck habe, weil ich zum Beispiel hier nicht richtig auf die Acrylplatte gedrückt habe, weil ich vielleicht den Stempel nicht überall eingefärbt habe, was für ein Grund auch immer das sein könnte, dann ist das jetzt der Riesenvorteil von jedem Stempelpositionierer. Ich kann das Ganze einfach nochmal stempeln und der Stempel wird wieder genau an der gleichen Stelle landen. Es ist also kein Problem, da mehrfach den gleichen Abdruck aufzustempeln. Es wird immer einfach direkt übereinander gestempelt. Ich mache also jetzt hier nochmal meine Farbe drauf und stempel einfach das Ganze nochmal. An der Stelle, wo es nicht ganz so schön war, gebe ich mir jetzt besonders viel Mühe. Und dann ist es diesmal perfekt geworden. Wie gesagt, wenn ich davon jetzt 20 oder 30 Stück brauche, dann muss ich mir nur immer das Papier, das gleich zugeschnitten ist, an der gleichen Stelle anlegen, fixieren und dann kann ich da meine 20 oder 30 Abdrücke schnell hintereinander machen, ohne groß zu gucken, ist der Schriftzug gerade oder wo muss ich genau hin mit dem Stempel. Ich lasse ihn aber jetzt nochmal dran, weil ich dir noch eine andere Möglichkeit zeigen will. Man kann nämlich mit diesem Stempelpositionierer auch wunderbar die Stempel einfärben und zwar in mehreren Farben. Die Technik kennst du bestimmt. Wir haben dafür unsere Stampin' Right Marker, mit denen man direkt auf die Stempel draufmalen kann und sie so einfärbt und dann auf das Papier. Die Technik ist super für mehrfarbige Abdrücke, aber auch da gibt es immer wieder mal das Problem, dass man nicht überall mit dem Stift gemalt hat, dass man ein Stück vergessen hat.
Und dann hat man das Problem, dass ein Stück fehlt und man das nie wieder genau so hinkriegt von Hand, dass dann genau das fehlende Stück nochmal abgestempelt wird. Das ist jetzt, wie du gerade schon gesehen hast, mit diesem Teil kein Problem mehr. Ich nehme mir wieder mein Stück Papier und lege das hier an der gleichen Stelle an wie eben. Mach das mit meinen Magneten fest. Ich möchte den Text Glückwunsch in Blau machen. Das ist hier das Jeansblau. Und mal mit der Pinselseite von dem Stampin' Write Marker meinen Schriftzug. Man könnte die zweite Farbe jetzt auch direkt auftragen. Besser ist, wenn du es nacheinander machst, weil die Farbe sonst vielleicht zu sehr eintrocknet, wenn du zu lange brauchst zum Einfärben. Und deswegen macht man das besser nach und nach. Und wenn dann alles schön eingefärbt ist, klappen wir wieder um, drücken schön fest, dass die Farbe aufs Papier geht. Heben das wieder ab und stellen fest, okay, da habe ich ein bisschen was vom G vergessen und hier beim H muss ich auch nochmal nacharbeiten. Es ist tatsächlich so, wie schon einige berichtet haben, dass es hier an den Rändern etwas schwieriger wird mit dem Stempeln, einfach dadurch, dass die Platte ja hier noch ziemlich weit oben ist und man muss schon wirklich runterdrücken, um dann auch auf das Papier drauf zu kommen. Wenn man das aber weiß, kann man das ganz gut ausgleichen. So, dann machen wir noch ein zweites Mal. Ich drücke auf das H und auf das G. Und jetzt sieht das Ganze schon viel besser aus. Um den Stempel zu reinigen, kannst du ihn entweder abnehmen und dann damit durch die Schrubbkiste mit Stempelreiniger gehen. Du kannst mit einem Babyfeuchttuch drüber gehen und das Ganze sauber machen. Das hat allerdings den Nachteil, dass da immer auch die Finger gleich sich mit verfärben. Und deswegen mag ich das persönlich nicht so gerne. Oder was noch besser ist, du machst einfach die Acrylplatte ab, gehst dann durch die Schrubbkiste durch, machst den Stempel sauber und hängst deine Platte wieder ein. Dann brauchst du auch keine Sorgen dir zu machen, dass der Stempel nicht mehr an der richtigen Stelle ist. Du musst nur beim Schrubben aufpassen, dass du nicht so feste schrubbst, dass du den Stempel ablöst. Wir machen jetzt die zweite Farbe für unseren Stempelabdruck. Und da habe ich jetzt hier den Stift Zarte Pflaume. Mit dem färbe ich die Strahlen ein. Und auch da ist es überhaupt kein Problem, wenn ich irgendwas vergessen sollte. Wenn ich mich mal vermale, zu weit in den Spruch reinkomme, dann kann ich einfach das nochmal abwischen und nochmal von vorne anfangen. Also überhaupt kein Thema, hier mehrfarbig diese Motive zu gestalten. So, dann schauen wir mal, wie gut das geworden ist. Ja, ich glaube, da kann ich noch mal drüber gehen. Was bei einfarbigen Motiven jetzt super ist, es gibt wieder vermehrt die Stampin' Spots. Das sind diese kleinen Stempelkissen. Und mit denen ist es noch einfacher, die Stempel einzufärben, weil die halt nicht so groß sind und man da genauer zielen kann und genauer auf das Stempelmotiv draufgehen kann. So, nochmal schön Farbe drauf. Zweiter Abdruck. Dann wird das Motiv auch gleich ein bisschen kräftiger von der Farbe. Und schon haben wir unser zweifarbiges Motiv. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt schon ein bisschen Lust auf den Stamparatus machen. Es gibt mit Sicherheit noch ganz viele Möglichkeiten, den einzusetzen, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Ich werde immer wieder mal was Neues zeigen, wenn ich das vorbereitet habe. Und dann werden wir mit Sicherheit viel Spaß an diesem Gerät haben. Vorbestellen kannst du es jetzt schon. Auslieferung nach momentanem Stand ist Ende März, Anfang April.
Da habe ich meine ersten Zusagungen bekommen für die Reservierungen. Und das Gerät wird 59 Euro kosten. Das ist jetzt nicht gerade billig, aber wenn du mal vergleichst mit ähnlichen Produkten, die schon auf dem Markt sind, ich glaube, da ist es gar nicht so weit von entfernt und hat eben diese Zusatzoption mit den zwei Acrylplatten und der Möglichkeit, das auch noch seitlich zu verstellen. Ich glaube, da ist der Preis schon angebracht. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann kannst du mir gerne einen Kommentar schreiben oder du schreibst an meine E-Mail-Adresse anja@stempelitis.de und ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Tschüss, mach's gut!